Full House hatte die HTL Waidhofen an der IBS beim Tag der offenen Tür. Die Schule, die schon mehrfach innovativste Schule Niederösterreichs war, ist jetzt ein Magnet für alle technikbegeisterten Schülerinnen und Schüler aus der Region. Der Reiz der HTL liegt in der Kombination aus praktischem Berufsabschluss mit Matura. Also ich bin für die HTL entschieden, weil um ehrlich zu sein, ich habe meine anderen Schulen ein bisschen angeschaut und HTL war das, was mir am meisten zugesagt hat, weil ich habe technische Interessen, ich habe auch unternehmerische Interessen, meine ganze Familie ist eine Unternehmerfamilie. In der Schlussfolgerung eigentlich sehr zufrieden mit der HTL, weil ist die beste Schule, für die mich immer so entscheiden hätte können. Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil ich eigentlich richtig Technik interessiert bin und immer die Schule eigentlich angeschaut habe und mir gleich gedacht habe, ja, das war eigentlich das Richtige für mich. Man hat gute Zukunftschancen und das ist optimal. Es sind dann auch einfach super Jobchancen, echt besser als in jeder anderen Schule. Dem Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler sind hier keine Grenzen gesetzt. Immer wieder greift auch die Industrie auf diese Ideenspiele zurück. 3D-Druck ist eine Technologie der Zukunft. Das heißt, ich glaube, dass in Zukunft sehr viele Teile im 3D-Druck mit Kunststoff oder noch stärker aus Metall hergestellt werden. Ja? Metall schaut so aus, dass man eigentlich als Vormaterial Metallpulver hat und dann brennt man mit dem Laser hinein und dadurch entsteht Schicht für Schicht ein 3D-Teil, das man dann eigentlich direkt aus dem 3D-Drucker in eine Maschine einbauen könnte. Ja? Also so wird die Zukunft ausschauen. Ja? Das ist ein ABB-Roboter. Du kannst verschiedene Sachen programmieren, entweder eher am Laptop oder direkt am Roboter, wo du verschiedene Punkte out-teachen kannst oder auch verschiedene Befehle ausführen, die was der Roboter dann wiederholt. Die HTL hat die Ausbildungszweige Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen sowie den Fußballzweig und ab September 2020 eine IT-Abteilung. Unsere Schulgemeinschaft ist, finde ich, sehr gut. Das liegt auch vor allem daran, dadurch, dass unser HTL eigentlich für HTL relativ klein ist. Sprich, wir haben ca. 700 bis 750 Schüler und dadurch ist auch das Verhältnis von Lehrer und Schüler sehr gut. Ich habe halt gehört von Freunden, dass es eine super Gemeinschaft ist und dass es halt eine sehr innovative Schule ist. Und ja, ich habe mir dann Tag der offenen Tür angeschaut, zweimal, und dann ist es eigentlich schon festgestanden für mich, dass ich da hergehe. Wer Technik begeistert ist, für den ist eine Ausbildung an der HTL Waidhofen zurzeit fast eine Jobgarantie.